Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute wieder mit einer ganz besonders spannenden Folge. Diese Sendung nennt sich Instrumentelle Transkommunikation, Stimmen aus dem Jenseits. Und ihr vermutet es schon, das ist wirklich wieder so ein abgefahrenes Thema, wo sich aber wirklich viel Interessantes hinter verbirgt. Und da ich selbst auf diesem Themengebiet kein Experte bin, habe ich mir eine super Expertin eingeladen. Und ich darf euch vorstellen, Gesa Dröge. Hallo Gesa, herzlich willkommen in meiner Sendung. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke auch für die Einladung. Ja, und was ist überhaupt instrumentelle Transkommunikation? Das ist etwas, ich sag mal, vielleicht so umgangssprachlich wird das so mit diesem Phänomen Tonbandstimmen in Verbindung gebracht, aber da verbirgt sich noch viel mehr hinter. Und Gesa hat da nicht nur jahrelang geforscht, sondern sie war auch Mitarbeiterin des, ich denke mal, weltweit führenden Forschers in diesem Bereich, Professor Dr. Ernst Senkowski, der leider schon verstorben ist. Und Gesa hat dessen gesamtes Forschungsmaterial, wenn man so will, geerbt und führt diese Arbeit fort. Insofern haben wir wirklich unheimlich viel Stoff, worüber wir heute sprechen können. Aber neben diesem Themenbereich instrumentelle Transkommunikation macht Gesa auch Hospizarbeit und hat noch ein zweites Themenfeld, die Sterbebettvision. Da werden wir heute nicht drüber sprechen, das sehen wir uns für eine Folgesendung auf, aber es ist wichtig, um überhaupt so zu verstehen, was Gesa alles macht, aber du kannst es selbst besser erklären. Vielleicht kannst du ja einleitend ein bisschen was über deine Arbeit verraten oder auch darüber, was denn die instrumentelle Transkommunikation jetzt wirklich im Detail ist, wie man das abgrenzt, dieses Phänomen. Von anderen Arten der Transkommunikation, also der Kommunikation eben mit Verstorbenen oder Entitäten oder Wesenheiten. Ja, also meine beiden, ich sag fast Forschungsgebiete oder Tätigkeiten, das sind beides Kontakte ins Jenseits. Die Sterbebettvision sind auch Kontakte von Sterbenden ins Jenseits. Und die ITK, das spricht sich leichter als instrumentelle Transkommunikation, ist auch eine Kommunikation ins Jenseits mit technischen Mitteln. Ernst Senkowski würde jetzt sagen, die Definition ist von ihm gewesen. ITK ist folgendes: Ergebnisse und Probleme der medial-technischen Verwirklichung audiovisueller Kontakte mit autonom erscheinenden intelligenten Strukturen unbekannter Bewusstseinsbereiche. Jetzt weiß keiner mehr Bescheid, jetzt schalten die Leute alle ab. Nein, also das ist so die professionelle Erklärung, und die allgemeine Erklärung wäre, das Wort Kommunikation steckt drin, das kennt man, weiß man, was das ist. Trans ist so das Gegenstück zu cis. Cis ist das Diesseits, trans bezeichnet das Jenseits, also jenseitige Kommunikation, und instrumentell, ja, mit Instrumenten, also mit Hilfe von Radio oder auch, es gab auch tatsächlich Stimmen, die durchs Telefon kamen. Man nimmt das Telefon ab, hat geklingelt und es erscheinen also Stimmen, wo man dann hinterher nur sagen kann, das kann nur jemand aus dem Jenseits sein, auch vom Inhalt her. Und dann gab es auch Computerbilder, die damals auf dem C64 erschienen, so fing das an. Der Computer war nicht vernetzt und plötzlich erschienen da Bilder, später kam Ton dazu. Und dann haben wir natürlich noch die paranormalen Fotos, auf denen viele kennen den Begriff der Orbs. Da sind dann Schatten drauf oder irgendwelche anderen auch Gestalten, von denen man also hundertprozentig sicher ist, dass das dort auf dem Umfeld, wo es fotografiert wurde, nicht drauf war. Das ist also allgemein die ITK. Und dann eben die sogenannten Tonbandstimmen, TBS abgekürzt. Das ist so das Hauptfeld der ITK, würde ich mal sagen, wo es auch am meisten Beispiele gibt. Jetzt wird gleich gefragt, wahrscheinlich, ja, so könnte man jetzt fragen, ist das denn alles echt oder gibt es das alles wirklich oder ist das Spinnerei? Dazu kommen wir sicher noch im Einzelnen. Aber wenn man das ernsthaft erforscht und auch wirklich mit Authentizität dabei ist und nicht nur, ich mache mal eine Einspielung, mal gucken, ob die sich da drüben melden, das wird nie was, sondern man muss wirklich die innere Überzeugung haben,
das Leben geht weiter nach dem irdischen Dasein hier. Es geht weiter und die sogenannten Jenseitigen oder die Verstorbenen sind auch irgendwo im Nirgendwo und die haben auch die Möglichkeit, sich zu melden. Wenn man mit dieser Überzeugung da rangeht, dann hat man auch Erfolg. Wie so eine Einspielung funktioniert, so der Klassiker, das werden wir sicher auch noch hören. Ja, was ich einfach super spannend an diesem Themenkomplex finde, diese Kommunikation mit der jenseitigen Welt, die ist ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich schon wirklich mit ältestes Menschheitswissen oder es gibt uralte Techniken schon aus dem Schamanismus, wo das betrieben wird. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Kulturgeschichte der Menschheit. Es gab ja auch im 19. Jahrhundert diesen großen Spiritismus-Boom. Was sich jetzt aber unterscheidet ist, dass das Ganze jetzt über technische Gerätschaften funktioniert, die es erst seit dem 20. Jahrhundert in dieser Form gibt. Ich meine gelesen zu haben, dass man von ITK erst so seit den 1950er Jahren so sprechen kann oder dass seitdem Fälle dokumentiert werden, so ungefähr. Und insofern, ja, also die ersten wurden in den 1930ern. 30er sogar schon. Wurden die entdeckt, aber nicht weiter verfolgt. Und es gab auch den Thomas Edison, der so ein Psychophon hatte, ja. Und so eine, Ernst Jankowski sagt immer, das war eine Wälze. Und der hat also da Geräusche drauf gehabt und hat also dann irgendwann ein Gremium zusammengestellt von Wissenschaftlern in seinem Bereich, hat also eine Sitzung einberufen und wollte denen das vorführen. Die sind reihenweise aufgestanden und haben ihn also mehr oder weniger in die Psychiatrie verwiesen. Und er hatte recht. Das war das Erste. Und dann war Anfang der 1950er Jahre war in Mailand, in einer katholischen Universität war da etwas aufgetaucht von zwei Padres. Der eine hieß Gemelli und der andere Ernetti. Und naja, das ist dann auch mehr oder weniger untergegangen. Und die Geschichte ginge so weiter in den 1960ern. Der ist auch recht bekannt vom Namen Friedrich Jürgenson. Ja, Sprechfunk mit Verstorbenen. Das war der Erste, der wirklich damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und auch ein Buch geschrieben hat. Der hat tatsächlich draußen Vogelstimmen aufgenommen und hat dann aber beim Abhören gedacht, da ist irgendwas dazwischen, was da nicht reingehört. Hat jahrelang geforscht und hat dann aufgrund der Inhalte irgendwann gesagt, so, und das sind Verstorbene, mit denen man auch kommunizieren kann. Und dann gab es in den 1980ern auch noch ein großes Ereignis, in Washington, da gab es das sogenannte Spiricom. Das war auch ein Riesengerät, was bis heute auch nicht klar ist, ob das wirklich ja ein Fake war oder nicht. Man weiß nichts Genaues, aber dieses Gerät war also so geartet, dass derjenige von drüben, das war ein sogenannter, der nannte sich Doc Müller, den es auch gegeben hat, ein Verstorbener, der hat von drüben aus dem Jenseits demjenigen, der vor diesem Spiricom saß, durchgegeben, wie er das technisch besser bauen kann, damit man ihn besser versteht. Das ist schon abgedreht, ja. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Kommunikation mit Verstorbenen schon ewig. In der Antike, hast du schon gesagt, Schamanismus. Und auch die Bibel ist voll davon, ja. Also voll von Visionen und natürlich nicht wie heute ITK, aber auf medialen Wege, würde ich sagen. Die Engel haben vernommen und so weiter und die hatten Visionen. Man muss nur mal in die Bibel schauen, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber das kommt da auch nicht zufällig rein. Es gibt es im Grunde nur immer und wir haben das in unserer zivilisierten, ach so zivilisierten Welt im Grunde, das Wissen haben wir verloren und jetzt so langsam entdecken wir das wieder neu und das ist ganz gut. Worauf ich hinaus wollte, eben, was ich so interessant finde, ist dadurch, dass es jetzt im 20. Jahrhundert wir dieses Phänomen eben mit diesen modernen Technologien erforschen können, hat sich eigentlich ein Themenbereich, eben Kontakt zum Jenseits, der vorher rein im Bereich der Religion und Esoterik lag, auch eigentlich einer wissenschaftlichen Erforschung geöffnet. Das heißt, so wie du jetzt beispielsweise forschst, ist es ja eigentlich im wissenschaftlichen Bereich. Und das ist auch der eigene Anspruch, das wissenschaftlich zu erforschen und es nicht als esoterische Disziplin zu betreiben, sondern eben auch aus Sicht der modernen Physik beispielsweise daran zu gehen oder Experimente aufzubauen und so weiter und das zu überprüfen, ne? Ja, der Erste, der das wirklich wissenschaftlich angegangen ist, das war der Professor Dr. Ernst Jankowski, mit dem ich auch seine letzten, ja, sagen wir mal, 5 oder 6 Lebensjahre
ich habe das immer spirituell-wissenschaftliche Verbindung genannt. Also wir haben gemeinsam gearbeitet und letztlich habe ich auch sein Forschungsmaterial jetzt hier stehen, was überhaupt nicht so angedacht war. Das war überhaupt nicht so geplant. Es hat sich dann so ergeben. Und der hat bis heute das erste Buch, das erste wissenschaftliche Buch darüber geschrieben, natürlich aus Sicht eines Physikers. Das muss man immer so sehen. Wenn es jemand gewesen wäre, der Biologe gewesen wäre oder vielleicht Philosoph oder so etwas, wäre etwas ganz anderes dabei herausgekommen. Nein, es war ein Physiker, der dann nach einigen Jahren gesagt hat, die klassische Physik können wir vergessen. Es passiert hier etwas, was nicht sein darf. Und der Rückschluss darf nicht sein, was nicht sein darf, gibt es auch nicht. Und ja, da hat er also fast 40 Jahre geforscht. Er hat angefangen in den 1970er Jahren und hat eine Fernsehsendung, eine Dokumentation sich angesehen, zufällig, wie man so schön sagt, im deutschen Fernsehen, wo auch der besagte Friedrich Jürgensen anwesend war und ein anderer damals fast der bekannteste im deutschsprachigen Bereich, Parapsychologe Hans Bender. Und der Hans Bender war der Einzige, der den Jürgensen nicht niedergemacht hat, so nenne ich das mal. Und davon war Ernst Jankowski sehr angetan und hat gesagt, so, bevor ich darüber urteile, probiere ich das selber aus. Und dann hat er also in den 1970er Jahren, 76 und 77, hat er also die ersten Versuche gemacht. Und da kam also erst, die Toten können sprechen und so etwas, wo er gedacht hat, das kann nicht sein. Und Anfang 1977 kam die Stimme, ohne dass er irgendetwas gerufen hätte oder dass der sich melden soll, die Stimme seines verstorbenen Vaters mit dem Kosenamen von Ernst Jankowski mit Pumuckl. Der Vater hat ihn mal Pumuckl genannt. Und das gibt es auch als Einspielung und dann auch noch in einem ostpreußischen Dialekt, also in einem, ja, und da hat er gesagt, das hat er immer noch gesagt, das kann nicht sein und jetzt probiere ich mal aus, was es sonst noch gibt. So hat das angefangen. Ja. Wir haben ja auch ein paar Bilder vorbereitet, die können wir jetzt vielleicht ja mal einblenden, damit unsere Zuschauer auch so ein bisschen Eindruck haben, um wen geht's hier. Hier haben wir jetzt mal Ernst Jankowski und auch den Professor Haraldsson. Und nochmal zur kleinen Einordnung für unsere Zuschauer. Der Professor Haraldsson, der ist spezialisiert gewesen auf diese Thematik Sterbebettvision, mit denen Gesa sich auch befasst, worüber wir heute aber nicht sprechen werden. Also das heben wir uns auf, aber hier sind sie beide zu sehen, wenn man so will, die Säulen, auf denen jetzt so deine Arbeit ruht. Aber du kannst ja mal ein bisschen Professor Dr. Ernst Jankowski weiter vorstellen. Was hat er dann letztlich so alles rausgefunden in seinen Forschungen? Wer war er? Was für ein Mensch war er? Ja, also wie man sieht hier, geboren 1922 am 4.11. Seine Glückszahlen waren auch immer die 22 und die 11 und die durchziehen wirklich sein ganzes Leben. Das ist sehr faszinierend. Er hat sehr viel von Zahlen gehalten, ist in Hamburg auf der Vettel, sagt man, das ist eine kleine Halbinsel in Hamburg tatsächlich, ist groß geworden. Eltern katholisch, ja, Hamburg und katholisch passt überhaupt nicht, also ganz fürchterlich. So ist er also aufgewachsen, ist dann später auch, als er schon lange erwachsen war, später auch aus der Kirche ausgetreten, dort auch zur Schule gegangen und hat als, ich sag mal, vielleicht 10- oder 11-Jähriger, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls als Jugendlicher, um den Häuserblock, das sind riesengroße Häuser, die stehen heute auch noch, stehen unter Denkmalschutz, eine verbotene Telefonleitung gelegt in der Kriegszeit. Das muss man sich überlegen, oder in der Vorkriegszeit. Wenn das herausgekommen wäre, das wäre ganz fürchterlich gewesen. Und sein Nachbar war Rudolf Rabke, der ist später bekannt geworden als der erste Amateurfunker Hamburgs oder Deutschlands. Und zudem hatte er eine interessante Verbindung. Er ist öfter zu dem gegangen und hat sich die paranormale Literatur angeschaut bei dem, die ja auch in Kriegszeiten verboten war. Da war also sein Interesse, also er hat schon Gerätschaften sich auch angeschafft, ganz bescheiden, was es halt damals gab oder hat die auch zusammengebaut. Und daran sieht man schon an der ganzen Entwicklung, das kann nur in so etwas enden wie in der instrumentellen Transkommunikation. Es ist, wenn man das liest, es ist wie ein Roman. Er war dann im Zweiten Weltkrieg, weil man ihn nicht genommen hat als Soldat, weil er ganz schmächtig war und ja, sieht man hier auch. Also das war nichts und dann hat man ihn also in die Ukraine geschickt als
ja, als Fernfeldschreiber Mensch, also als Funker, weil er das halt drauf hatte. Und dort, ja, hat er auch viele Erinnerungen, also ganz fürchterliche Erinnerungen, hat dort auch mediale Stimmenempfang, hat auch paranormale Erlebnisse dort gehabt, hat zum Beispiel in einem Ort, den ich jetzt nicht auswendig weiß, genächtigt mit anderen Soldaten, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, 10 Kilometer weiter lebte damals seine spätere 10 Jahre alte Frau, die er später geheiratet hat. Also solche Dinge, da hat er irgendwann gesagt, das war alles kein Zufall. Also die sollten sich damals noch nicht begegnen, aber sind sich dann später halt begegnet. Dann kam er zurück aus dem Krieg und ist dann, die waren ausgebombt und sind dann nach, oder er hat dann irgendwann geheiratet, sind dann nach Mainz gezogen, und dort hat er seine ganzen Gerätschaften, die er in Hamburg aufgebaut hatte, die hat er also mitgenommen und hat da den Amateurfunk also weiter betrieben. Dann war erstmal lange Pause. Er hat hat dann geheiratet, wie gesagt, und hat insgesamt 5 Kinder mit der Frau immer noch oder gehabt. Die Frau ist vor ihm verstorben im Jahr 2000. Und später, als er älter war, da ist er erst zu ITK genommen. Wie gesagt, geboren 1922, und die ersten Informationen über das Fernsehen Jürgensohn und Bender hat er 1974 erst gehabt. Also da hat es im Grunde erst angefangen. Und so lange hat er als Physiker, als theoretischer Physiker, hat er an der Universität in Mainz, hat er halt an der Uni gelehrt, hat Studenten erfreut mit seinem Humor und mit seiner Physik, die nicht in den klassischen Rahmen passte. Und ab 1974 ging das los mit der ITK. Als dann sein Buch herauskam, das war 89, kam die erste Auflage. Da wurde er ein bisschen bekannt. Und vielleicht erinnern das welche Zuhörer, die vielleicht auch schon keine 20 mehr sind, schon ein bisschen älter, die es vielleicht wissen. Es gab damals mit Rainer Holbe die Sendung Unglaubliche Geschichten. Die lief also sehr erfolgreich, da war er des Öfteren eingeladen und hat über die ITK berichtet, auch bei Hans Meiser und Schreinemakers und wie sie alle heißen. Es haben natürlich auch in anderen Ländern solche Forschungen stattgefunden. Ich nenne da mal einen Namen, Annabella Cardoso, damals noch sehr jung, die ist heute auch schon in die Jahre gekommen, ist immer noch dabei, hat auch Bücher geschrieben. Ernst Zinkowski hat viel mit ihr zusammengearbeitet, und es gab, gerade wo das so geboomt hat in den 80ern und auch in den 90ern, gab es auch weltweit große Kongresse. Die sind zu Hunderten dahin gepilgert oder hingeflogen, gefahren. In Mailand, in Italien, in Las Vegas, in Toronto, in ich weiß nicht wo, überall. Und das ist aber wieder irgendwann wieder weniger geworden. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Das wusste Ernst Zinkowski auch nicht so genau. Aber man hat in dieser Zeit halt Tausende von Stimmen aufgenommen, hat die zu damaliger Zeit mit den Methoden, es gab ja die Möglichkeit, die man heute hat über die Medien, dass man das wirklich digital bearbeitet, gab es halt nicht. Angefangen mit Tonbänder, dann hatte man die Kassette. Hier sieht man auf dem Bild auch das alte Kofferradio, das habe ich hier auch stehen, mit dem mache ich auch Einspielungen, und hier einen alten Kassettenrekorder, der auch eine Rücklauftaste hat und wo man das langsam und schneller einstellen kann. Es gibt also viele, viele Tausende von Stimmen. Ernst Zinkowski selber hat immer gesagt, es müssen so um die 25.000 Stimmen sein. Es sind fast 500 Audiokassetten und 400 alte VHS-Kassetten, wo auch Bildmaterial, also unglaubliches Bildmaterial drin ist, was auch noch digitalisiert werden muss. Also es wird in meinem Pensionsalter mal nicht langweilig, also muss ich mir keine Sorgen machen, immer was zu tun. Und wenn man ihn gefragt hat, haben Sie denn einen Beweis gefunden dafür, dass das alles echt ist oder ob das doch Hokuspokus ist, ob die Stimmen nicht wirklich doch irgendwelche Radiofrequenzen ist und alles zufällig, dann hat er immer darauf bestanden zu sagen, ich habe keine Beweise gefunden, aber ich habe sogenannte Indizienbeweise gefunden, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach dem physischen Leben hier, beziehungsweise nach dem irdischen Leben, nach dem physischen Tod, so, dass es dann auf der anderen Seite, was auch immer das ist, weitergeht.
Also das ist natürlich ein großer Trost auch an Angehörige, wenn ich habe hier öfter mal Besuch von Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, sei es durch, naja, Corona will ich jetzt nicht sagen, aber auch das war hier auch schon, oder andere Dinge, vielleicht auch Selbstmord, Suizide, wie auch immer, und die also nun händeringend nach einer Methode suchen, Kontakt zu dem Verstorbenen oder der aufzunehmen und nicht wissen, wie sie das machen sollen. Medial klappt das nicht. Und die kommen dann irgendwann vielleicht auch auf die ITK, und sehr oft haben wir hier wirklich Erfolg. Nicht immer. Man kann nicht sagen, man hat auf jeden Fall immer was drauf. Das ist ganz toll. Nein, es gibt auch Einspiele, wo überhaupt nichts drauf ist. Wo man denkt, was ist da los? Wieso melden die sich nicht? Haben die heute was gegen uns? Oder man weiß nicht, wovon das abhängt. Am besten klappt es mit Menschen, die intuitiv an die Sache rangehen und ihren Kopf ausschalten. Ja, also dass sie wirklich vom Gefühl her und dass sie überzeugt sind, der Verstorbene ist irgendwo noch und hat sich nicht aufgelöst und steht dem Hinterbliebenen auch in gewisser Weise auch zur Seite. Und früher hat man immer zu einem Kind gesagt, ja, deine verstorbene Oma passt jetzt auf dich auf. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber der wissentliche Kontakt fehlt. Und über die ITK kann man da auch sehr viel Trauerarbeit leisten. Aber es wird... Mein zweites oder vor der ITK noch entstanden, die Sterbebegleitung. Man hat das auch in der Sterbebegleitung versucht, die ITK mal unterzubringen als Möglichkeit für Trauergruppen. Das ist nicht gelungen. Also in die Hospizbewegung ist es bisher nicht integriert. Es ist überhaupt noch nicht integriert in die konventionelle Wissenschaft. Das ist also bitter, bitter. Das war auch ein ziemliches... eine ziemliche Niederlage für Ernst Jankowski, dass in fast 40 Jahren das immer noch nicht in die Wissenschaft der Grenzgebiete aufgenommen wurde. Vielleicht passiert das eines Tages, wenn man weiter ist. Und vor allem, wenn man verstanden hat, dass nicht die Technik das Ausschlaggebende ist. Also nicht je größer meine Apparate, so wie Spiricom, ja, der also, ich weiß nicht, wie viel Meter, Quadratmeter hat, weiß ich nicht, aber sondern je medialer und je intuitiver ich daran gehe, desto größer sind die Chancen, dass ich da was bekomme an Stimmen. So, und jetzt muss ich da mal einhaken, weil ich finde dieses Foto von euch so sympathisch. Das ist ja mal für einen Zeitungsartikel entstanden da sieht man ja schon ein altes Radio, so ein altes Tonbandgerät. Mittlerweile gibt es ja auch modernere Methoden für ITK, also auch mit Computern und sowas. Aber bevor wir da gleich nochmal richtig drauf eingehen, weil da habe ich einige Fragen, wollte ich nochmal kurz, bevor wir ganz tief in die Details gehen, auch nochmal auf die Bücher zu sprechen kommen. Ja, es gibt Bücher zum Thema, es gibt von dir ein Buch, es gibt von Ernst Jankowski ein Buch, und vielleicht kannst du ja ganz kurz mal diese Bücher eben vorstellen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass unsere Zuschauer langfristig bestimmt der ein oder andere auch Interesse hat, darüber mehr zu erfahren oder mal was nachzulesen. Ja, also gleich am Anfang sage ich mal vorsichtshalber, ich werde die Bücher hier nicht erwähnen, weil ich, wer weiß, was daran verdiene. Ich verdiene daran nichts, sondern ich möchte, dass das einfach gestreut wird und dass dass immer mehr Menschen von diesem Thema erfahren. So, das nur ganz kurz dazu. Das ITK-Buch von Ernst Jankowski hatte ich vorhin schon erwähnt. Bis heute Standardwerk in der ITK, ist auch ins Englische übersetzt worden. Die Version gibt es nur im Internet. Es gibt hier bei mir in der Schublade da hinten im Schrank noch eine italienische Ausgabe. Eine portugiesische war mal in Arbeit, aber da hat es an dem Geld gescheitert, was man für einen Übersetzer gebraucht hätte. Lesen. Es ist hochwissenschaftlich, aber unbedingt. Also wer das Buch von Ernst Jankowski nicht kennt, und dann Anspielung macht, der hat was verpasst. So sage ich mal. Es gibt es auch nicht mehr zu kaufen als Papierexemplar, sage ich mal, höchstens noch zu unmöglichen, unverschämten Preisen gebraucht. Secondhand, ich finde das unverschämt. Man kann es über mich als PDF bekommen. Ich nehme also da schon ein bisschen was. Zu Lebzeiten von Ernst Jankowski haben wir das gemeinsam noch auf den Weg gebracht, weil die vierte Auflage dann vergriffen war. Und danach hieß es dann, nee, also der Verlag macht Druck, keine weitere Auflage. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gibt es eben ein PDF. Und dafür nehme ich 10 Euro. Das finde ich völlig in Ordnung. Denn man muss hier die ITK auch ab und zu mal finanziell
hier aufarbeiten und das kostet, ab und zu kostet auch was. Ja, das Zweite muss man auch ist ganz kurz noch, man muss ja auch dazu sagen, du machst den Großteil deiner Arbeit, auch in der Sterbebegleitung, du machst das alles ehrenamtlich. Das wissen ja viele nicht, die dich irgendwo auf YouTube mal in Videos oder in Interviews sehen. Das ist für dich nicht Beruf, das ist Berufung. Du folgst da deiner inneren Stimme, machst diese Arbeit mit viel Leidenschaft, aber eben ehrenamtlich. Und natürlich müssen sich gewisse Projekte auch ein bisschen irgendwie dann vielleicht durch solche Einnahmen finanzieren. Das ist ja völlig legitim. Ja, genau. Ich denke auch, das ist in Ordnung. Also das fängt schon an, dass man dann auf Zoom irgendwie oder über Zoom Vorträge hält im Moment online. Und wenn da mehr als 100 Leute sind, dann braucht man einfach einen Account und den muss man jeden Monat auch nicht viel, aber bezahlen. Da geht schon los, dass man denkt, Mensch, die Leute können einem da ruhig ein bisschen helfen durch einen kleinen Beitrag. Das ist schon, ich finde das völlig in Ordnung. Und es ist auch eine gewisse Wertschätzung dieser ehrenamtlichen Arbeit. Ja, das Zweite ist, dass den Gedicht, mein Gedichtband, man sieht da unten in der Ecke auch, wer da mitgewirkt hat mit einem Nachwort. Ich suchte 2010 einen Nachwortschreiber und habe im konventionellen Bereich der Hospizarbeit, die ich seit 2005 mache, Begleitung Sterbender, habe keinen gefunden, der dazu fähig war oder der das auch nicht wollte. Ich mache es mal kurz. Bin dann ins Internet und habe im anderen Bereich jemanden gesucht und stieß dann auf Ernst Senkowski. Und das ging dann über Telefon und PDF hin und her schicken und Manuskript. Und er hat dann ein Nachwort geschrieben. Und dann ist noch ein zweiter da drin. Die sind beide, haben beide mitgewirkt in dem Film Revolution 2012 von Dieter Bröers, Dr. Michael König. Der hat mir auch ein Zitat geliefert. Das fand ich auch wunderbar. Es sind also etwa 100 Gedichte drin, entstanden zwischen 2005 und 2010 über Sterben, Tod, Bewusstsein, Schamanismus, wenn man so will, meinetwegen. Und vor allem die ganzheitliche Sicht des Lebens und des Sterbens und der Geburt. Ja, das rechts, das Grüne, das ist entstanden, man sieht es nicht, es ist der Herausgeber oder der Schreiber ist Ernst Senkowski tatsächlich. Es hat kaum einer gewusst, dass er neben seiner wissenschaftlichen Arbeit auch eine poetische Ader hat. Es sind auch Gedichte. Nachdem er also mein Gedichtband gelesen hatte, hat er dann gesagt, ach, ich habe hier übrigens auch ein paar Gedichte in der Schublade. Und da habe ich gesagt, ja, dann verleg die doch. Nee, und ich weiß nicht und so. Und 2012 erlag er einem leichten Schlaganfall, der aber noch glimpflich abgegangen war. Und danach habe ich dann zu ihm gesagt, du, und jetzt erstens bist du 90 Jahre alt und zweitens, wenn wir jetzt nicht vielleicht doch mal gemeinsam deine Gedichte versuchen auf den Markt zu bringen, wann willst du das denn dann machen? Nicht, dass du den zweiten Schlaganfall kriegst und das war's dann. Ja, er hatte halt auch so einen Humor, den ich auch habe, das hat schon gepasst. Und dann habe ich also innerhalb von, ich glaube, 8 Wochen, da war er noch in der Reha 2012, habe ich also mal eben seine 200 Gedichte sortiert und Inhaltsverzeichnis und habe ihm das dann geschickt. Wir haben dann in der Reha noch das ein bisschen zurechtgerückt. Manche Gedichte hat er rausgeschmissen. Er sagte, nee, das geht nicht, das ist mir zu privat. Und er hat dann pünktlich zu seinem 90. Geburtstag im November kam das Buch heraus und das wurde dann wirklich an seinem Geburtstag auch wirklich in der Runde auch gefeiert. Das ist wunderbar, dass das noch geklappt hat und wie man so schön sagt, dass er das noch mitgekriegt hat, also dass er das noch erlebt hat und nicht nach seinem, dass ich dann nicht gesagt habe, ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann wer soll das machen, soll ich das später machen, wenn du mal in die Grube gefahren bist. Nein, er hat es noch selber geschafft. Das ist sehr gut. Es hat ihm dann auch den Auftrieb gegeben, nach seinem Schlaganfall im Grunde noch weiterzumachen und auch 2013 mit mir zusammen eine Homepage zu gründen. Das war auch ein Ereignis. Und dann hat er so nach und nach die ETK, digitalisiert, hat das also alles selber geschrieben und was da auf der Website zusammengekommen ist zwischen 2013 und 2015, wo er dann verstorben ist in meinem Beisein übrigens auch, das ist also unglaublich, es ist wirklich ein Lebenswerk. Und dann noch die Sterbebettvision dazu jetzt von Haraldsson, wer da nicht fündig wird, der hat selbst Schuld, ja, dem kann ich auch nicht helfen, man findet da sehr viel. Ich würde jetzt gern mal
darauf nochmal eingehen. So sagen wir mal jetzt wirklich für Dummies erklärt, wie läuft ITK ab? Es gibt verschiedene technische Geräte, aber wie kann ich mir das ganz genau vorstellen, wenn du jetzt beispielsweise dort eine Forschung betreibst? Sagen wir mit so einem Tonbandgerät oder einem Radio, du setzt dich dahin. Wie macht man das jetzt? Mal ganz einfach erklärt, wie kommen wir jetzt zu so einer Stimme und einer Aufnahme und wie interpretieren wir das? Also wir sprechen jetzt innerhalb der ITK von den sogenannten Tonbandstimmen, dass man also sagt, so, ich möchte also über technische Geräte, sagen wir mal, meinen verstorbenen Vater erreichen und jetzt baue ich das mal auf. Ich brauche also auch gar nicht viel Geld auszugeben. Ich gehe irgendwo auf den Flohmarkt oder im Internet in irgendein Portal, wo es gebrauchte Radios gibt und kaufe mir ein Kofferradio mit Kurzwelle. Die brauche ich deswegen, weil ich fremdsprachige Sender brauche. Das sage ich aber später noch, warum das wichtig ist. Und ich brauche entweder einen alten Kassettenrekorder, den die meisten gar nicht mehr kennen. Die wissen gar nicht, was das ist. Die Jüngeren wissen das alle mehr. Oder sie eine, nehmen... Eine Quizfrage ans Publikum. Wer weiß, wozu man einen Bleistift und eine Kassette braucht? Wer das weiß, gehört zum inneren Circle. Aber erzähl mal weiter. Ja, also jemand, der nun überhaupt nicht weiß, wie eine Kassette aussieht, ich halte die einfach mal in die Luft. Das ist also eine Audiokassette. Was da drauf ist, weiß ich nicht, irgendwelche Stimmen. Und ich habe also inzwischen auch ein Programm, ein Audioprogramm mir downgeloadet über das Internet, kostenfrei. Selbst das kostet nicht unbedingt was, wo man Audioaufnahmen machen kann, die auch eine einigermaßen vernünftige Qualität hat, jedenfalls so für den Hausgebrauch. Ich habe also hier alles vor mir. Ich habe also meinen Laptop hier vor mir oder meinen Stand-PC, habe dieses Programm geöffnet, habe das Radio eingeschaltet auf Kurzwelle und suche also einen fremdsprachigen Sender oder mehrere. Ich suche ein Sendergemisch. Es kam mal mehrfach durch als Stimme. Die Frage war nach drüben, woher kommt ihr denn? Oder so ähnlich, ja? Oder wo haltet ihr euch denn auf? Und dann kam, wir kommen aus dem Rauschen. Und das kam sehr oft bei verschiedenen Transkommunikatoren, die vor allem in den 1980ern und 90ern sehr aktiv waren. Insofern brauchen wir ein Sendergemisch und am besten ist eine Sprache, die ich selber nicht spreche und auch nicht verstehe, damit später, wenn ich das Ganze abhöre, was ich da aufgenommen habe, nicht die Verwechslung stattfindet, dass man sagt, oh, da ist eine Stimme drauf und die spricht das und das, sondern die Sprache muss einem völlig unbekannt sein, wenn also kein deutschen Sender einstellen. Man sucht also ein Sendergemisch, dann wird also das Radio erstmal wieder ausgestellt. Dann macht man eine ganz klassische Begrüßung. Viele werden sie jetzt schmunzeln, aber das ist tatsächlich historisch. Man spricht also erstmal drauf, wir haben heute den, meinetwegen 27. Januar, 15.50 Uhr. Ich begrüße alle Jenseitigen und wir bitten euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Meldung zu uns durchzusenden. Und Ernst Jankowski sagte dann immer sowas wie, bitte melden oder bitte kommen. Das kommt aus dem Amateurfunk, diese Sprechweise. Ich habe mir das auch angewöhnt. Und dann wird das Radio zusätzlich eingeschaltet mit diesem vorher schon gefundenen Sendergemisch. Währenddessen hört man selten irgendwas. Man nimmt ungefähr, sagen wir mal, eine Minute auf, also nicht eine halbe Stunde und geht dann aus dem Raum und macht irgendwann aus, sondern vielleicht eine Minute. Und dieses Prozedere macht man dreimal. Dann kommt der sogenannte zweite Anruf und dann kann man auch sagen, mein Vater oder wie, das war meine erste Aufnahme, die ich mit Ernst Jankowski gemacht habe, meinen Vater zu erreichen. Wir haben dann gesagt, wir möchten, dass mein Vater sich meldet, sondern ich spreche denjenigen tatsächlich an. Ich sage entweder den Vornamen oder ich sage einfach, als Kind, ja, so Papa, ich möchte gern, dass du dich meldest. Ich denke so oft an dich, so ein bisschen was Persönliches. Und es wäre schön, wenn du dich bei mir meldest und vielleicht hast du ja auch eine Nachricht für mich. So, dann wird das Radio wieder angestellt, das war vorher aus, wieder eine Minute. Dann noch einen dritten Durchgang. Das ist, wie gesagt, so die klassische Methode, die sich irgendwann alle eingeeignet haben, die sich als am erfolgreichsten herausgestellt hat, auch von der Qualität und der Inhalte, die da durchkommen. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Also dann spricht man wieder rein, Radio vorher aus, man spricht wieder rein, dritter Anruf. Und dann eben nochmal, es wäre schön, wenn sich einer von drüben meldet, egal wer, wenn man den Ahnung hat, da ist nichts, egal wer, Hauptsache überhaupt.
Und er bedankt sich auch schon mal und sagt vielleicht noch so was, wie Ernst Jankowski sagte, dann ja, wir hören das gleich mal ab. Und jetzt bitte, ne, er sagt dann immer so, gebt euch mal ein bisschen Mühe, wir sitzen hier und warten, dass was kommt. Und dann wird es wieder eingeschaltet und bitte kommen und ja. Dann hat man also aufgenommen ungefähr 7 bis 8 Minuten oder vielleicht auch 10 Minuten. Mehr braucht man nicht, das ist es. Dann speichert man das ab, wenn man das am PC gemacht hat oder am Laptop, dass die Datei nicht verloren geht. Und man verändert auch bitte nichts. Das machen so viele. Die nehmen dann das Rauschen raus, die machen das schneller, die machen das langsamer, die machen ich weiß nicht was, so lange, bis sie meinen, da ist eine Stimme drauf. Nein, entweder man hört die Stimme beim Abhören sofort oder es ist einfach mal nichts drauf. Das ist die eigentliche Arbeit und das kann Stunden dauern, bis man das Ganze, man muss wirklich ein Gehör dafür haben. Ich komme nun aus der klassischen Musik. Ich habe 25 Jahre Klavierunterricht gegeben und auch ein bisschen Blockflöte. Mein Vater war auch Musiker, also ich glaube, ich habe da ein gutes Gehör, aber die meisten müssen sich da wirklich hineinhören, worauf sie eigentlich achten sollen. Und manchmal sind auch Klopfzeichen. Klopfzeichen oder manchmal bestimmte Töne, die hintereinander kommen. Ich gehe dann zum Klavier und gucke, welche das sind. Manchmal ergibt das ein Wort. Ja, also es gibt ja auch die Töne A, es gibt die Töne B und es gibt C und so weiter. Und da kann man auch Wörter draus bilden. Also die sind schon sehr einfallsreich drüben. Was man zum Schluss noch macht, bevor man das Ganze abspeichert, man sagt, man bedankt sich und der Klassiker ist natürlich dann zu sagen, wir beenden jetzt die Aufnahme, jetzt ist es, dann sagt man die Uhrzeit und dann sagt man Kontaktende und dann ist aus. Das ist auch so ein Klassiker, der dann gesagt wird, das hat sich einfach so eingespielt. Und es gab einen Experimentator, der auch mit Ernst Jankowski zusammengearbeitet hat, das war Adolf Hummes. Der hat am Schluss immer gesagt, Kontakt Ende, Ende, ja, und dann bis später. So, und das hat sich Ernst Jankowski angewöhnt. Der sagte dann auch immer, okay, Kontakt Ende, dann wurde nochmal angemacht. Kann sich denn noch irgendeiner melden? Dann nochmal das Ganze und dann Kontakt Ende, Ende. Und dann sagte er immer, und Adolf Hummes hat dann immer gesagt, oder wie Adolf Hummes immer sagte, bis später. Wir haben jetzt, und dann kam die Uhrzeit. Und das habe ich übernommen. Ich lege da sehr viel Wert drauf, dass auch historisch da wirklich auch etwas weitergeführt wird und das nicht vergessen wird, wie man das so macht. Das ist, das muss einfach sein. Ich sage dann zum Schluss, Ernst Jankowski hat immer gesagt, Adolf Hummes sagte immer bis später. Ja, und viele haben jetzt, das übernommen. Das ist sehr schön. Was mich jetzt noch interessiert, es gibt ja so ein Phänomen, dass irgendwelche Leute Schallplatten oder Musikstücke rückwärts spielen und da dann auch so Stimmen zu hören sind. Gut, das wird nicht mit Jenseitigen in Verbindung gebracht, aber siehst du da irgendeine Verbindung? Kann man sagen, das hat miteinander zu tun oder ist das ein völlig anderes Paar Schuhe? Also eine fertige, also tatsächlich eine Schallplatte, die man sich anhört und die dann, die man, ich denke eher nicht. Ich denke eher, was Erfolg verspricht, sind eher die sogenannten Rückwärtsstimmen beim Abhören. Beim Abhören bei diesem Prozedere, was ich gerade beschrieben habe. Wenn man eine Stimme hört, wenn man meint, man erkennt eine Stimme, die nicht ins Radio gehört, und man versteht aber nichts, dann kann man die rückwärts abspielen. Und es kann sein, dass dann tatsächlich da ein Wort oder 2, 3 Wörter kommen, die einen Sinn ergeben, also die sogenannten Rückwärtsstimmen. Aber bei schon fertig gepressten Schallplatten, das halte ich für, ich glaube, das ist was anderes. Also das kann natürlich auch sein. Aber dann sind die Stimmen nicht, ich sag mal, naja gut, die sind jetzt nicht auf der Schallplatte. Dann würde ich sagen, dann kommt das nicht über Radiofrequenzen. Die haben wir ja beim Schallplattenspieler nicht. Da haben wir keine Radiofrequenzen, sondern wir haben andere Schwingungen im Raum. Ja, Rupert Sheldrake nennt das Morphogenetic Fields, also die morphogenetischen Felder. Die haben wir überall. Und wenn man da tatsächlich eine Stimme drauf hätte, dann sind die im Raum. Das ist bei den Tonbandstimmen ist das ein bisschen anders. Die sind auch im Raum. Die sind ja körperlos und auch raumlos im Grunde, aber sie sind letztlich doch in unserem Raum, aber letztlich kommen sie über das Radio. Das wäre der Unterschied. Ich möchte an dieser Stelle mal unseren Zuschauern eine Möglichkeit gleich mal geben, dass sie sich sowas mal anhören, weil der ein oder andere
hat sowas sicherlich schon mal gehört oder hat eine Vorstellung, wie sowas klingen könnte. Man hat ja vielleicht auch als Kind mal mit so einem Radio rumgespielt und da das Rauschen irgendwelche ausländischen Sender mal so gehört. Aber du hast für uns, warst so nett, ein paar Klangbeispiele zusammengetragen und auch kommentiert. Und da haben wir so einen kleinen 4-minütigen Blog und den werden wir uns gleich mal anhören, sodass man dann halt auch eben so einen Eindruck hat, mal so ein Gefühl, über was reden wir hier. Es sind ja oft tatsächlich nur ganz kurze Nachrichten. Das sind keine Romane, die da durchgegeben werden, zumindest nicht in den Beispielen, die du uns gezeigt hast. Ja, und liebe Zuschauer, das Ganze gucken wir uns jetzt einmal an. 14.01.77, 9 Uhr, Aufnahmen aus dem 19-Meter-Band. Ernst Ottchen, mein lieber Pomuchel. Einen Ausschnitt aus einer Aufnahme aus dem Jahre 1977. Er lautet: Hier ist Berlin. Dieser Satz war direkt aus dem Lautsprecher verständlich und die Inhalte der Aufnahme waren präkognitiv. Sie bezogen sich auf ein Ereignis, das eine Stunde später in Berlin stattfand. Sie sehen das Oszillogramm dieser Aufnahme. Reaktion der Jenseitigen auf einen Anruf des Experimentators, Aufnahme im Studio von RTL Luxemburg. Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme. Grosseto am Abend des 9.06.86. Die Abstellkammer ist letzte. Das ist ein sehr merkwürdiger Satz, vorausgesetzt, ich habe ihn hier richtig übersetzt oder richtig verstanden. Es kann eine Bedeutung haben, bezogen auf die übliche Methode des Abschiebens der Sterbenden in einer Abstellkammer in den Krankenhäusern. Ich weiß, dass das eine übliche Handlungsweise war. Ich habe das selbst bei meinem Vater erlebt. Ich weiß nicht, wie weit das heute noch üblich ist, aber lassen wir den Satz einmal so stehen. Die Abstellkammer ist letzte. Die Abstellkammer ist letzte. Die Abstellkammer ist letzte. Die Abstellkammer ist letzte. Es wird gefragt, in welcher Zeit lebt ihr? Antwort: In keiner Zeit. Zeit ist nicht vorhanden. In welcher Zeit lebt ihr? In keiner Zeit. Zeit ist nicht vorhanden. Das habe ich verstanden. Technik ersetzt nicht die Macht des Gedankens. 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 10.06.2015, eine hohe, helle Stimme, die ruft: Ich bin Nadja. Nadja war eine junge Frau, der Ernst Senkowski im Juli 1942 in Tiraspol in der Ukraine begegnete. Männliche Stimme, Jenseits.
Das ist das Ende dieser Serie von Überspielungen außergewöhnlicher Stimmen. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend, sich das einmal anzuhören. Und ich finde es auch nicht nur faszinierend, es hat auch für mich, der sich damit jetzt ja nicht täglich beschäftigt, so ein bisschen was Gruseliges. Es ist schon merkwürdig, aber durchaus wirklich so ein Feld, wo ich auch nachvollziehen kann, dass da der Forschergeist geweckt wird und man sagt, da kann ich Jahre mich mit beschäftigen. Und was ich jetzt so interessant finde, diese Botschaften, die ja auch so teilweise sehr kurz sind, oder wie dieses Beispiel, wo der Ernst Senkowski von seinem jenseitigen Vater mit Pumuckl angesprochen wird, die sind ja nicht nur allgemein gehalten, sondern die ziehen sich ja teilweise persönlich auf die fragende Person, auf denjenigen, der das jetzt macht. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, aus diesem reichhaltigen Datenmaterial, was ihr gesammelt habt und dieser Erfahrung, die du hast, was sind das für Botschaften, die da kommen? Die sind ja oft sehr kurz. Worauf zielen die? Das ist natürlich auch individuell, aber vielleicht, ich weiß es nicht, was vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Was wollen die Jenseitigen uns mitteilen? Vielleicht ist das die bessere Frage. Oder woran also wenn tatsächlich eine Botschaft dort drauf ist, die recht gut verständlich ist und einen Bezug zu demjenigen hat, der davor sitzt, dann hat diese Botschaft natürlich als erstes mal ihren Sinn erfüllt, indem der davor sitzt, die erkannt hat. Das ist schon mal das Erste. Und wenn der in einer Trauerphase ist und dann erstmal sagen kann, okay, ich habe die Stimme erkannt, das ist zum Beispiel, habe ich hier mal jemanden gehabt, der dann sagte, das ist die Stimme meines Sohnes, der hatte sich irgendwie das Leben genommen vor einigen Jahren und so weiter. Ich habe diese Stimme erkannt, der war 100% sicher, das ist die Stimme. Das ist schon mal das Erste, da braucht er zunächst mal gar keinen Inhalt, sondern er erkennt diese Stimme und weiß, für sich, wie gesagt, ein subjektives Wissen, eine Gewissheit, ja, dass er sagt, mein Sohn ist offensichtlich noch da, er ist nicht hier in unserem irdischen Bereich, aber er ist offensichtlich irgendwo und offensichtlich kommuniziert er auch mit mir hier über die Radiofrequenzen. Das ist schon mal die erste Botschaft. Und dann, was den Inhalt angeht, ja, das kann also ganz, ganz unterschiedlich sein. Da kann man gar nicht sagen, das bedeutet jetzt dies und das. Man kann zehn verschiedenen Menschen diese Stimme dann vorspielen und jeder interpretiert da etwas anderes hinein. Das ist diese Geschichte mit dem Beweis. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es läuft im Grunde alles aufs Bewusstsein hinaus, dass man wirklich danach ein inneres Wissen hat, das Bewusstsein einesjenigen oder die Seele oder wie auch immer, kein Mensch weiß, was es jedenfalls ist. Bewusstsein ist auf jeden Fall nicht im Gehirn, das weiß man inzwischen, das ist schon mal ein Glück, dass man das endlich verstanden hat, dass das überlebt und dass man weiter mit demjenigen auch zu Hause kommunizieren kann. Es kann jeder machen, es kann sich jeder ein altes Radio kaufen, es ist keine große Anschaffung und manchmal sind, wie gesagt, auch Tierstimmen zu hören. Das ist ganz total irre. Ich habe mal eine Einspielung gehabt, wo ich dann gesagt habe, du, da ist irgendwie ein Hund oder irgendwas. Und der sagte, ja, das war unser Hund. Der bellt genauso wie unser Hund. Und die hatte eine Aufnahme mit, eine Audioaufnahme auf ihrem Handy und hat mir die vorgespielt. Und die war fast identisch mit der. Ist das jetzt Zufall? Also diese Botschaften sind alle individuell. Und es hilft in erster Linie, mit dem irdischen Verlust eines Menschen besser zurechtzukommen. Und das Ganze glaubt man auch erst, wenn man das selber erlebt. Also viele sagen, das war völlig abgedreht, so ungefähr, die das glauben, die können sich auch gleich mal psychiatrisch beraten lassen oder mal einweihen. Nein, es ist eine andere Realitätsebene, die in unserem Alltag, die da einfach nicht hineinpasst. Die passt einfach nicht hinein. So ungefähr, was es nicht geben darf und was ich nicht höre und was ich nicht, oder hier höre ich schon, aber was ich nicht sehe, gibt es auch nicht. So ist es nicht. So wie so ein Kind, was sich die Augen zuhält, ja, so, da sitzt ein Hund vor mir und das Kind macht so
und sagt dann, jetzt sieht der Hund mich nicht mehr. Ja, so ähnlich reagieren aber Erwachsene, die sagen, nee, also da, solange ich dann keine Beweise dafür habe, gibt es das alles nicht. Das ist Unsinn, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, okay, ich probiere das mal aus und da kommt wirklich was. Derjenige ist überzeugt, aber er sagt dann, ja, ich wusste, habe vorher immer gedacht, dass alle schwach sind und jetzt hört euch das mal an. Und die sind dann völlig baff. Soweit ich weiß, ist es ja so, nicht alle Stimmen, die auftauchen, gehören zu Jenseitigen im Sinne von Verstorbenen, sondern es gibt auch Entitäten oder Wesenheiten, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die sich da melden, die, ja, ist vielleicht ein Hilfsbegriff, außerirdisch sind, also oder außerdimensional, aber nicht unbedingt jetzt einem Verstorbenen zuzuordnen sind. Ist das richtig? So habe ich das mal, meine ich mal, gelesen zu haben. Und wenn Doch, es gibt solche Wesenheiten, aber da wird es noch schwieriger. Jemand, der schon nicht glauben kann, dass Jenseitige, dass Stimmen von Verstorbenen über Radio durchkommen, über die Frequenzen, wenn man dem dann erzählt, ja, es gibt auch Außerirdische, die, also da hört es für den dann. Aber wir wollen heute niemanden überzeugen, wir wollen nur über die Phänomene sprechen. Und mich würde einfach interessieren, wie sind da die Erfahrungen? Was sind das für Botschaften? Was hat Ernst Senkowski oder du vielleicht vermutet? Was sind das für Wesenheiten, wenn da mal was auftaucht? Wie ordnet ihr das ein? Es kam bei Ernst Senkowski mal eine Durchsage, wo er gesagt hat, das sind offensichtlich keine menschlichen Verstorbenen, sondern irgendwas anderes, hat sich gemeldet mit Parallelliga. Was auch immer das ist. Ernst Senkowski hat nicht viel von diesen außerirdischen Botschaften oder Durchgaben gehalten. Die Stimmen sind sicher drauf und sie klingen auch wirklich seltsam. Aber es geht ja immer in der Wissenschaft immer um die Beweisfrage. Und jetzt anzufangen und dafür einen Beweis zu finden, das schafft, wie will man das machen? Das schafft man bei Stimmen, Das ist mir klar, dass das nicht geht. Mich würde einfach interessieren, wie ihr dieses Phänomen einordnet. Also wenn du jetzt sagst, er hat da nicht viel von gehalten, ist es ja auch schon eine Antwort. War vielleicht auch nicht Schwerpunkt seiner Interessen. Aber es hätte ja sein können, dass da irgendwie vielleicht ja auch interessante oder relevante Botschaften bei waren. Ja, bei anderen, da kamen schon, aber die waren so niederschmetternd und so, wie nennt man das, dunkle Materie, ja, so dunkle Kräfte, die einen wirklich fertig machen. Es gab einen Experimentator, ich weiß, im Ausland, der hat das irgendwann nicht mehr ausgehalten, der hat sich umgebracht. Die haben den so traktiert und er hat immer wieder gesagt, was wollt ihr denn von mir? Und die jenseitigen Stimmen, wo er immer gesagt hat, das sind keine menschlichen Verstorbene, das ist irgendwas anderes. Die haben ihn bedroht und ich weiß nicht was, die haben ihn psychisch fertig gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe mich da nie so rangetraut und insofern hab ich da kaum Erfahrung. Und Ernst Senkowski auch nicht wirklich, weil es ihm immer darum ging, trauernden Menschen eine Möglichkeit zu geben, mit dem Verlust fertig zu werden. Und da war halt das Thema Außerirdische vom Tisch. Aber der Begriff Außerirdische, das ist interessant. Er hat schon gesagt, im Grunde sind wir Menschen auch außerirdisch. Ja? Wenn wir nämlich sterben, also wenn die physische Hülle sozusagen abgelegt wird, denn wenn man davon ausgeht, dass das Leben weitergeht, geht ja die Seele oder was auch immer, das Bewusstsein irgendwo hin und dann sind wir ja außerirdisch. Also im Grunde sind wir ja Geisteswesen in materiellen Körpern und im Grunde sind wir außerirdische, also Seelen in materiellen Körpern. Insofern kann man das jetzt interpretieren, wie man will. Das ist eine Frage der Sichtweise. Was mich jetzt auch ganz brennend interessiert, ist die Fragestellung, Ernst Senkowski war ja selbst auch Physiker. Und wie hat er das wissenschaftlich, physikalisch, ich sage mal grob naturwissenschaftlich erklärt? Wie in Kurzform, das hat er ja wahrscheinlich alles in sein Buch reingeschrieben, aber wie kann man sich da sozusagen dieses Phänomen aus dieser Sichtweise erklären? Ja, also wie das zustande kommt mittels Schwingung oder Schall oder wie auch immer. Wieso ist das auf diesen Geräten dann zu hören? Ja, also ich bin nun auch nicht so fit in Physik und ich muss sagen, diese physikalischen Erklärungen in diesem Buch zu lesen, also das ist schon nicht so einfach zu verstehen.
wenn jemand gefragt hat oder in Interviews, wenn genau diese Frage gestellt wurde, dann kann man dazu nur sagen, es verstößt offensichtlich gegen alle Regeln der Physik. Einen tatsächlichen Beweis hat man während des Zweiten Weltkrieges tatsächlich errungen. Und zwar hat man da einen Experimentator, einen aus Lettland, der hieß Konstantin Raudive, der ist auch recht bekannt geworden. Den hat man in England im Krieg einen sogenannten Faraday-Käfig gesetzt. Das ist so ein großer Metallkasten, der keine Radiostrahlen, keine reinlässt und keine raus. So, das ganz einfach erklärt. So, dann hat man ihm natürlich auch ein Radio mit da reingegeben und ein Tonband und hat dann aber vorweg gesagt, wenn der jetzt eine Einspielung macht, da kann nichts drauf sein. Rein physikalisch kann nichts sein. Es geht nicht. Und was war passiert? Es waren jede Menge Stimmen und die Leute vom Militär, die haben dann nur gestanden, das waren wirklich Fachleute, die wirklich dann da staunend gestanden haben und gesagt haben, so, und wir verstehen es auch nicht, aber offensichtlich funktioniert es trotzdem. Es ist ein anderer Bewusstseinsbereich, der Raum und Zeit hinter sich lässt. In dem Moment ist man in einem anderen Frequenzbereich, den wir irdisch, physikalisch nicht erklären können. Und der Konstantin Raudive war recht begeistert, denn was für ihn dabei herausgekommen ist, sein in Deutsch geschriebenes Buch über die Thunmann-Stimmen wurde dann als Dankeschön ins Englische übersetzt. So, weil man gesagt hat, der ist so authentisch und der ist so glaubhaft und der kann sogar im Faraday-Käfig ein Spiel machen und da kommen sogar Stimmen. Also wir sind da in einem Bereich, der gegen alle Gesetze der Physik verstößt und wer weiß, was da drüben im Jenseits los ist, im sogenannten Jenseits. Das sind so Fragen, die kann man auch nicht endgültig beantworten. Das klappt nicht. Wir sind ja auch dann außerhalb von Ursache und Wirkung. Wenn man jetzt sagt, ja, was ist die Ursache von dem Ganzen? Wieso funktioniert das auch in diesem Käfig? Wir sind eigentlich dann mehr oder weniger in der Wechselwirkung. Synchronizität, C.G. Jung, Wolfgang Pauli, so diese Sparte, die haben ja die Synchronizität gesellschaftsfähig gemacht, sage ich mal. Und in dem Bereich befinden wir uns auch. Also alle Physiker haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das ist nicht möglich. Und dann haben sie es immer wieder probiert und immer wieder dasselbe Ergebnis. Und kamen dann nachher auch auf das Thema Quantenphysik und Quantenverschränkung. Da ist man dann mittendrin. Und das haben auch Quantenphysiker dann wieder untersucht und kam auch zu dem Ergebnis. Aber eine wirkliche physikalische Erklärung, die wirklich in die Wissenschaft eingegangen ist, hat man nicht. Aber umgekehrt wiederum muss man aber auch sagen, die Wissenschaftler haben aber auch, die können auch nicht in Abrede stellen, dass es dieses Stimmphänomen gibt. Also das ist ja zumindest... Das ist ja messbar. Es gibt diese Stimmen, sie werden dann halt nur anders interpretiert oder als Zufall dargestellt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die zufällig entstehen? Ja, wahrscheinlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil das also Ernst Zinkowski glaubte nicht an Zufälle, ich auch nicht. Das war das Erste, als ich ihn kennenlernte, das Erste, was wir ausgetauscht haben. Wir glauben nicht an Zufälle. Das war von vornherein klar. Ja, oder anders gesagt, Zufall ist das, was dir zufällt. Ja. Aber da kann man sich fragen, warum es einem zufällt. Ja. Ja, ist schon klar. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, bei Wikipedia da nachlesen würde, dann steht da so eine Gegendarstellung, warum das Phänomen Blödsinn ist, so nach dem Motto, ja, es irgendwie entsteht zufällig diese Stimmen. Finde ich auch schwach. Ich habe auch nicht den Anspruch, sowas wissenschaftlich erklären zu müssen, aber es ist ja eben halt dann doch interessant, wenn sich Physiker damit befassen, da mal nachzuhaken. Was ich mich noch frage, es gibt ja auch den stiefmütterlich behandelten Physiker Burkhard Heim, über den ich ja auch mal eine Sendung gemacht habe. Ich meine mal gehört zu haben, dass der sich auch mit diesem Phänomen befasst hat. Und wie das in seinem Weltbild, ob es da Erklärungen dafür gibt. Ich weiß, Burkhard Heim ist so schwierig, da müssen wir gar nicht anfangen, das erklären zu wollen. Also ich glaube, er war der Einzige, der sein Buch verstanden hat und ein paar andere noch und dann hört es auch schon auf. Also das war ein theoretischer Physiker, der
zunächst mal ein sechsdimensionales Weltbild aufgestellt hat. Und später hat er sich dann noch mit einem anderen zusammengetan. Ich glaube, der hieß irgendwie Drescher oder so ähnlich. Und dann hatten die irgendwann 12 Dimensionen. Und irgendwann hat man ihn dann mal gefragt, so im Insider-Bereich, ja, die höchste Dimension, wissen Sie denn überhaupt noch, was da passiert? Können Sie das erklären? Und da hieß es dann, das ist die GAB-Ebene, Gott allein bekannt. Ja, das ist so ein Insider. Und der hat sich durchaus auch mit der ITK beschäftigt. Das sind allerdings alles unveröffentlichte Sachen, die Illo-Brandt von Ludwiger letztlich untersucht mit einem großen physikalischen Interesse und auch mit einer Gruppe von Wissenschaftlern. Das ist im Gange, da wird noch was kommen. Also Burkhard Heim war seinerzeit, wie Ernst Jankowski auch, die waren ihrer Zeit wirklich voraus. Und über Burkhard Heim wird einiges noch, der ist ein Genie gewesen, der sehr bescheiden gewesen ist und auch nie was publizieren wollte und auch kaum gemacht hat. Das wird. Es braucht alles seine Zeit. Es ist offensichtlich noch nicht dran. Die Menschen verstehen es im Moment noch nicht. Aber es ist ja interessant. Ich finde ja den Burkhard Heim auch sehr spannend und würde ihm posthum eigentlich gönnen, dass er dann nochmal sozusagen gewürdigt wird. Und die ITK genauso. Und das ist ja auch schön, dass die Themen irgendwie zusammenhängen und dass da noch in Zukunft man da optimistisch hinblicken kann und vermuten kann, da wird irgendwann nochmal vieles vielleicht verständlich werden. Aber wie du gesagt hast, vielleicht ist die Zeit so in dem Sinne noch nicht reif dafür. Und ich hatte noch eine ganz persönliche Frage an dich. Wenn man sich jetzt so lange mit eben diesem Phänomen der jenseitigen Welt auseinandersetzt und auch eben diese Kontakte dort hat, wenn man auf der anderen Seite, wie du es ja auch machst, mit den Sterbebettvisionen Menschen aktiv ehrenamtlich beim Sterben begleitet, inwieweit hat sich da für dich dein persönlicher Bezug zum Tod verändert? Oder was für eine Einstellung zum Tod hast du? Ich vermute einfach, dass die sich von derjenigen, die, wie sie die meisten Menschen haben, stark unterscheiden wird. Ja, das liegt halt oft in der eigenen Biografie. Also die Menschen, die sich für die ehrenamtliche Sterbebegleitung entscheiden, das zu machen, die machen das nicht, weil sie sagen, ich will was Sinnvolles machen, sondern weil sie in ihrem Leben einen Bereich erfahren haben, von dem sie denken, dass sie da etwas weitergeben möchten. Und bei mir war das halt der Tod meiner Mutter, da war ich 3,5, das war 1970 und die hat sich das Leben genommen in Hamburg, hat sich erhängt und das ist schon ziemlich gruselig, aber noch gruseliger ist im Grunde genommen das, was danach folgte, nämlich, dass mir das niemand erzählt hat. Das war ein Tabuthema. Ich habe erst 7 Jahre später erfahren, woran sie gestorben ist. Man hat mir auch nichts gesagt. Es hieß immer nur, sie ist tot und jetzt gehen wir auf den Spielplatz. Das mal in einem Satz. Ja, so. Es wurde nicht drüber gesprochen, in den 70ern schon gar nicht. Und da habe ich aber als Kind im Kindergarten immer gedacht, verdammt nochmal, sie kann nicht weg sein. Das kann nicht sein. Ich habe keine Erinnerung an sie gehabt und bis heute nicht, aber sie kann nicht weg sein. Und eines Nachts habe ich in meinem Zimmer einen Schatten gesehen, da war ich vielleicht so 5 oder 6 oder so. Und weil meine Großeltern auch beide Physiker waren, bin ich mit der Physik halt auch aufgewachsen und habe so mit 5 oder 6, ein bisschen hatte ich schon gelernt, so auch über Schatten und die Sonne und überhaupt. Und habe also alle für mich als Kind die physikalischen Grundsätze ausgeschlossen. Der Schatten, der fiel. Da war keine Straßenlaterne, da war gar nicht. Der fiel in eine ganz andere Richtung. Das konnte also überhaupt nicht passen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt fragst du einfach mal, wer bist du? Kinder fragen, also habe ich gefragt, den Schatten gefragt, wer bist du? Und dann hörte ich so von, heute weiß ich, das kam von drüben, ich hörte eine innere Stimme, die sagte einfach nur Mama. Und da habe ich gedacht, holla, sie ist offensichtlich noch da. Sie ist offensichtlich nicht weg. Und dann habe ich also ganz alleine in meinem Zimmer, ich habe später auch immer das Zimmer abgeschlossen, weiß ich noch, dass da auch mich da keiner dabei erwischt. Es hätte sowieso niemand verstanden. Habe also versucht, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen, was auch funktioniert hat über die mediale Ebene. Das war so das Erste, wo ich schon als Kind überzeugt war, es gibt den Tod überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein Übergang in eine andere Welt oder was auch immer. Und im Kindergarten, als wir Kinder mal bei einer Veranstaltung, wo auch Verwandte eingeladen waren, wo dann die
Erzieherin fragte, ja, jetzt sagt ihr mal alle nacheinander, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Ja, was wollen die Jungs denn werden? Ja, die wollen so Pilot werden und Feuerwehrmann. Und die Mädels werden dann Ballerina und Prinzessin und Ärztin. Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe keine Ahnung, was ich werden will, aber ich sage später mal allen, dass es den Tod nicht gibt. Das Erste, was passiert ist, dass ich von der Erzieherin zurechtgewiesen wurde, das nie wieder zu sagen. Darüber spricht man nicht. Und im Grunde mache ich das bis heute. Nicht missionarisch, aber du sprichst wenn jemand darüber. Ja, nee, nicht so dem, also meine Überzeugung überzustülpen. Hier ist so ungefähr, wie Ernst Zenkowski mal sagte, macht euch keinen Kopf, wir sehen uns sowieso wieder und niemand stirbt. So einfach ist es nicht. Aber schon zu vermitteln, dass das, was wir hier auf der Erde erleben, nicht alles sein kann. Das Zweite, was mich dann fast endgültig dazu gebracht hat, irgendwann was zu machen, war der Tod meines Vaters. Da war ich 21. Der ist im Ausland, in Indonesien, in einem Tsunami ums Leben gekommen. Das ist ja auch schon mal, ja, die Mutter hängt sich auf, der Vater stirbt im Tsunami. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist kein Zufall mehr. Irgendwas ist bei dir anders als bei anderen. Dann viele Jahre später, da war ich, weiß nicht, ich glaube 36 oder sowas, hatte auch schon kleine Kinder, meine beiden Kinder waren auch schon da. Und dann habe ich jemanden, also im Bekanntenkreis kannte ich ein Ehepaar, die kannte ich schon lange, die kannte ich schon, ich glaube 20 Jahre hatte ich zu denen eine gute Verbindung. Und da war dann der Mann sehr krank und an einem Morgen bin ich aufgewacht und wusste, ich muss heute dahin. Ich muss seine Frau und ihn jetzt und heute besuchen, weil morgen ist es zu spät. Ich habe gar nicht gewusst, warum das so ist. Damals war ich noch nicht so ganz so, naja, wenn man jünger ist. Ne? Und bin dann losgefahren und tatsächlich, die Frau hat später gesagt, der hat auf dich gewartet. Danach konnte er gehen. Ich war kaum draußen, ist er gestorben. Der hatte noch was mit mir zu klären. Das war dann auch so. Und er wollte mir halt was noch auf dem Weg mitgeben. Und danach habe ich dann zu seiner Frau gesagt, so, und jetzt begleite ich Sterbende. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe dann gesagt, ich recherchiere mal im Internet. Ich habe dann gesagt, ich glaube, das geht ehrenamtlich, weil eine berufliche Ausbildung habe ich in der Richtung nicht. Und ein paar Wochen später saß ich im Ausbildungskurs und 2005 war das. Und dann hatte ich auch die erste Begleitung. Also so ist so der Weg. Also und man lernt von Sterbenden. Man lernt fürs Leben. Ist wirklich so. Sterbende sind gute Lehrer. Das kann ich mir gut vorstellen. Einfach mal denen zuhören, was sie zu sagen haben. Einfach mal gar nicht, das heißt ja manchmal, wird ja manchmal so gefragt, ja, was machst du denn da so, wenn du da so sitzt und da liegt da jemand, ja, so ein bisschen platt ausgedrückt. Ja, gar nichts. Erstmal die Zeit, die ich habe, ihm schenken oder ihr. Zeit. Die Zeit, die demjenigen noch bleibt, gemeinsam verbringen und das, was dieser Mensch noch auf der Erde zu erledigen hat, Kübler-Ross nannte das die sogenannten unerledigten Geschäfte, so auf psychischer Ebene, vor allem auch geistiger Ebene, das noch zu klären, um dann in Ruhe und Respekt und Würde gehen zu können. Ja, es hört sich einfach an, ist es dran? Nein, es hört sich, finde ich, gar nicht einfach an. Ich weiß nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Man sagt ja immer schnell, ja, kann ich mir vorstellen, aber was man nicht erlebt hat, kann man sich eigentlich nicht auf der emotionalen Ebene auch vorstellen. Aber ich danke dir für diesen unheimlich persönlichen Einblick auch. Das macht natürlich auch verständlicher, warum du berufen bist, eben halt zu dieser Arbeit. Du hast eine besondere Beziehung zum Tod, die ja von hochtraumatisch und schmerzhaft dann letztlich auch dahin geführt hat, dass du jetzt eine Arbeit leistest, die anderen hilft, auch noch eben bei ihrem letzten Stück Leben. Und ich finde das total bewundernswert und schön, dass es Menschen gibt, die das auch machen wie du. Und also, ja. Ja, das finde ich, wollte ich einfach mal auch hier so in der öffentlichen dieser Sendung sagen. Und das ist wichtig, auch dass das so nach draußen getragen wird, dass man jetzt auch sieht, da steckt mehr hinter als einfach eine Frau, die ITK erforscht. Ne, das finde ich, würde ich auch interessant finden, aber dass das auch mit Leben gefüllt ist und mit einer Biografie dahinter. Und dass uns das ja alle betrifft, denn sterben werden wir alle, zumindest physisch auf dieser Welt. Ja. Wir alle werden auch früher oder später erleben, dass Menschen, die wir kennen, sterben oder haben es schon erlebt. Und der Tod ist ja auch in unserer westlichen Kultur,
Das finde ich immer aus meiner therapeutischen Sicht heraus total schrecklich, total verbannt und tabuisiert. Ja, also man stirbt nicht mehr zu Hause oder man, ja, wie soll ich das sagen? Also es gibt ja andere Kulturen, archaische Kulturen oder wie es hier auch früher war, da war der Tod, fand einfach mitten im gesellschaftlichen Leben auch statt und war gegenwärtig und greifbar und man konnte damit auch einen Bezug haben. Und dass der Tod tabuisiert ist, führt meiner Meinung nach auch dazu, dass so eine extreme Angst vor dem Sterben wiederum erzeugt wird, was viele Menschen haben. Vielleicht in einem höheren Ausmaß, als man es haben müsste. Ja, das haben wir auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit, die letzten 2 Jahre, in der uns ja Corona zum Hauptthema geworden ist, leider. Da wird das, was die Hospizbewegung die letzten 20 Jahre im Grunde aufgebaut hat, das ist jetzt fast bis nicht bis null, aber angehend, ist wieder kaputt. Ja, die Menschen starben vielleicht im Familienkreis, Angehörige haben mitbegleitet, die wurden angeleitet und die Palliativstationen sind entstanden, Hospize sind entstanden, um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen und nicht irgendwo früher in den 1950ern in den Kliniken im Keller, in den sogenannten Sterbezimmern, da sieht man sie ja nicht mehr und da hört man sie auch nicht, wenn sie weinen und schreien und so. Das ist alles erreicht worden und jetzt in diesem Zuge sind auch die Ängste wieder geschürt worden, auch durch die Medien, das muss man leider sagen. Die Angst vor dem Tod hat wieder zugenommen, gibt dazu Umfragen und die ersten Auswertungen. Also das ist ganz frappierend, was da gerade passiert. Es ist sehr, sehr bedauerlich. Also das müssen wir alles wieder, oder ich bin ja dabei mit vielen anderen, alles wieder auffangen und das alles wieder gerade rücken. Das wird nicht so ganz einfach. Denn die Gesellschaft hat sich die letzten 2 Jahre sehr verändert und auch das Bewusstsein, was auch schon in eine andere Richtung, in eine ganzheitliche Richtung, wo man die Hoffnung hatte, jetzt haben es immer mehr Menschen verstanden, das ist wieder, ja, kaputt gemacht, um das mal so Kindersprache. Aber eins wollte ich noch gleich noch erwähnen. Ich habe ja auch Ernst Senkowski in seinem Sterben begleitet. Das wird vielleicht auch einige interessieren. Wie ja, stirbt erzähl denn, mal. Wie, er stirbt, wie stirbt denn jemand eigentlich, der 40 Jahre lang so etwas selbst erforscht? Wie denkt jemand selber, wie denkt derjenige selber darüber? Und wie ist es dann tatsächlich gewesen? Ist das so, wie er sich das vorgestellt hat oder nicht? Also er hat immer gesagt, seine Ehefrau, mit der er 40 Jahre verheiratet war, die ist im Jahr 2000 gestorben. Also er hat sie 15 Jahre überlebt, um das mal so zu sagen. Und er hat immer gesagt, er hat über ein Medium seine Frau Adelheid oft angerufen, über ein physikalisches Medium. Und es hieß dann immer, er wird seine Frau, so nicht, aber er wird die Adelheid drüben wieder treffen als eine Freundin im Himmel. Das fand ich immer so interessant und er hat immer gesagt, macht euch keine Sorgen, ich treffe meine Freundin im Himmel wieder. Wenn ich die sehe, dann ist alles gut. Aber so einfach war es denn dann doch nicht. Er war im März 2015 war er gestürzt. Er hatte ja 2012 einen Schlaganfall, ging auch am Rollator. Das war einfach so ohne Stütze nicht mehr möglich und war dann gestürzt. Ist seinem Hausarzt fast in die Arme gefallen, der die Tür öffnete und er hat ihn noch aufgefangen. Und dann hatte er Schmerzen im Hüftbereich, die nicht in den Griff zu kriegen waren. Und dann hat er zu mir gesagt, so am Telefon und auch über Skype und so weiter, so will ich nicht mehr weitermachen. So will ich nicht mehr weitermachen und das hat alles keinen Zweck mehr. Und hat sich dann ganz bewusst, sehr bewusst dazu entschlossen, das war jetzt mein Leben und jetzt lege ich mich hin und warte, was passiert. So ähnlich, ja. War denn leider Gottes nicht im häuslichen Bereich. Seine Familie, wie gesagt, seine Frau lebte nicht mehr, aber seine 5 erwachsenen Kinder, letztlich muss man das ja auch der Familie überlassen. Und das obliegt ja nicht mir, da irgendwas zu entscheiden. Die Familie hat das letzte Wort. Die haben dann entschieden, dass er lieber in einen, ja, in so einen, wie soll ich das nennen? Ja, es fühlt sich so furchtbar an, Pflegebereich. Also Senioreneinrichtung, wo er betreut wird. Auch, ja, ich fand das keine gute Idee, aber letztlich war es im Nachhinein, war das in Ordnung. Jedenfalls war er dann dort
und hat sich wirklich hingelegt und gedacht, so, und jetzt sterbe ich, ja. Nein, er hatte noch sehr viel zu regeln, so für sich. Und dann hat er mir, also solange er noch sprechen konnte, er war bis zum Schluss noch völlig klar, der Geist war völlig wach, hat körperlich immer mehr abgebaut, konnte auch nicht mehr wirklich aufstehen, aber geistig völlig da und hat dann gesagt, so, in meiner Familie ist nicht wirklich Interesse für mein Forschungsmaterial, wie wäre es, wenn du das übernimmst? Ich war völlig überfahren, ich hatte damit nie gerechnet, ich habe darauf auch nicht spekuliert. Wie gesagt, mit der Ethika ist sowieso kein Geld zu verdienen, was ich auch nicht vorhatte. Es ging, wenn, dann wäre es mir ums Thema gegangen und habe ich ihn gefragt, ist das dein Ernst? Ja. Ja, ich heiße Ernst, es ist mir mein Ernst. Ja, okay, gut. Hm. Ja, und dann haben wir also ein Schreiben aufgesetzt, was auch anwaltlich dann unterschrieben wurde, dass das Ganze auf mich übergeht und so weiter. Und dann hat er mir noch die letzten Themen diktiert für die Website. Das war besonders spannend. Ja, also alles aus dem Kopf. Ja, der hat alles im Kopf gehabt. Der musste kaum etwas nachschauen. Der hat alles im Kopf gehabt. Habe ich dann mitgeschrieben, am Computer mitgetippt, habe das dann später auch auf die Website gebracht, so wie er mir das erzählt hat. Und die letzte Sterbephase, die war dann sehr, sehr spannend. Das war dann in der dritten Woche. Ich war, soweit ich das jetzt erinnere, war ich 3 Wochen dort. Das war kurz nach Ostern im April. Wo er noch sagte, nee, jetzt haben wir Ostern. Den Gefallen tue ich dem lieben Gott nicht. Ich sterbe nicht Ostern. Wie gesagt, er war katholisch und war aus der Kirche ausgetreten, aber Ostern sterben, nee, hat er noch geschafft. Und dann konnte er irgendwann nicht mehr sprechen. Das ist halt oft jemand, der Erfahrung mit Sterbebegleitung hat, der weiß das. Der Kiefer fällt oft runter und die Kraft zum Sprechen fehlt. Es geht einfach nicht mehr. Aber die Augen waren weit geöffnet und er guckte nach oben, er lag so in so einer Halbliegeposition im Bett und guckte nach oben, Mund weit geöffnet und ja, wie soll man das vergleichen? Wie hat so jemand geguckt? So guckt manchmal ein kleines Kind, was noch im Kinderwagen ist, guckt manchmal so in den Himmel. So völlig so ein Staunen, ja, so ein ja, wenn man die Mutter dann fragt, was siehst du denn da, ja? Und siehst du da einen Engel oder wie? Nein, aber ich bin überzeugt, er hat eine Vision gehabt, die er aber nicht mehr mit mir kommunizieren konnte. Das hat nicht mehr hingehauen. Aber er hat da etwas gesehen, was unglaublich gewesen sein muss und was ihm auch, wenn er Angst gehabt hat vor dem Tod, was ich nicht glaube, er hat mit mir darüber auch nicht wirklich gesprochen, was auch nicht nötig war. Er hatte Respekt vor Krankheit und vor dem Weg dorthin, aber vor dem Sterben und vom Tod überhaupt nicht. Und ist dann mit geöffneten Augen tatsächlich auch gegangen. Ich habe noch nie eine Begleitung gehabt, wo jemand mit geöffneten Augen schon, aber später, dass man so dieser Klassiker, dass dann ja Beerdigungsinstitut kommt und Angehörige kommen und so und dann werden so die Augen so zugedrückt. Die gingen immer wieder auf. Das ist jetzt kein Witz, das ist, war auch eine Ärztin dabei, von wegen Totenschein und so. Die Ärztin sagt, das hat sie, die war 35 Jahre in ihrem Beruf, die sagt, das geht gerade gar nicht. Wieso gehen die immer wieder auf? Also mit geöffneten Augen. Und kurz danach, ein paar Stunden danach, kriegte ich eine mediale Durchgabe von ihm. Er war ja auf dem Weg nach drüben. So habe ich das interpretiert. Und es kamen die Worte in seiner Stimmlage, wie gesagt, medial, kam das, was ich im Sterben gesehen habe, wirst du in deinem Leben sehen. Wird spannend. Ich habe immer noch keine Ahnung, was er gemeint hat, aber ich bin sehr gespannt. Irgendwann werde ich es erfahren. Und was wir noch gemacht haben, natürlich, als er noch sprechen konnte, so eine Woche ungefähr, bevor er dann starb, dass er gesagt hat, so, und jetzt sage ich dir genau, was du machen sollst, wenn ich gestorben bin. Du machst eine TBS-Aufnahme, du machst einen Tonbandstimmenversuch und rufst mich dann. Ja, es ist schon seltsam. Ja, er hat gesagt, du machst das bei mir in der Wohnung, du machst das mit meinem Radio, du machst das mit meinem Kassettenrekorder und du sitzt bitte auf meinem Sofa. Habe ich gesagt, alles klar, wenn du gestorben bist, mache ich das. Und das war seltsam später. Also ich habe das dann gemacht und war
psychisch gar nicht in der Lage. Er war gerade gegangen und ich habe nichts anderes zu tun und mache eine Einspielung. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und da ist auch diese Stimme, die auch die Zuhörer gehört haben vorhin, mit dem Jenseits. Da sagt eine Stimme Jenseits, so als Fragestellung. Und das ist auch wieder eine Interpretationsgeschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, was heißt denn das? Was will er mir damit sagen? Da kann man 10 Leuten das vorspielen und hat 10 verschiedene Visionen. Ich habe das so interpretiert, dass er auf dem Weg ins Jenseits ist. Jenseits, aber es geht noch nicht jenseits. Er ist noch nicht angekommen, sondern es ist noch so, er ist unterwegs. So, und das habe ich dann später auch in weiteren Einspielungen, die ich gemacht habe, das habe ich dann auch bestätigt bekommen, er war auf dem Weg und daher dieses Jenseits. Aber in seiner Stimmlage und so total spannend, ja. Was mich auch jetzt noch interessiert ist, du hast jetzt praktisch das Lebenswerk eines Mannes geerbt. Du musst dieses Datenvolumen, was ja wirklich umfangreich ist, hunderte Tonbänder und so weiter, irgendwie verwalten, ordnen. Du hast schon gesagt, wenn du mal im Ruhestand bist, hast du genug zu tun. Aber geht denn die ITK-Forschung auch weiter? Oder brauchst du Hilfe? Möchtest du Hilfe? Ist das irgendwie so ein Projekt, wo man sagt, das ist jetzt an dich übergegangen, du wirst es alleine machen in deinem restlichen Leben? Oder hast du eigentlich vielleicht auch den Wunsch, dass diese Forschung irgendwie mehr Leute begeistert und man das in der Gruppe aufarbeitet oder so? Ja, also das Ziel von Ernst Jankowski war ja immer erstens mal, dass das in die Grenzwissenschaften mit aufgenommen wird, im besten Falle auch ins Physikstudium, was nicht bis heute nicht gelungen ist. Und das Zweite ist, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, dass es das gibt. Und auch das Anwenden und die Möglichkeit, wie gesagt, der Hauptgrund, die Möglichkeit, Trauernde damit zu unterstützen, dass natürlich bin ich daran interessiert. Aber wenn man so in die Geschichte guckt, die Experimentatoren, die es so gegeben hat, also einen hatte ich schon genannt, oder zwei, Jürgenson, Raudiebe, dann hatte ich Adolf Fomes genannt, da gab es noch Hasch Fischbach, das war ein Ehepaar in Luxemburg, dann gab es Manfred Boden, Klaus Schreiber, die haben alle für sich gearbeitet. Es gibt keine Gruppen, die sich treffen und dann irgendwie, das gab es selten, das gab es immer dann, wenn ganz besondere Einspielungen waren, die wirklich denen um die Ohren geflogen sind und die sich dann ausgetauscht haben. Aber es hat jeder für sich seinen Stil gefunden und das muss, glaube ich, auch so bleiben. Ich habe natürlich Kontakte zu anderen Experimentatoren, auch zu Annabella Cardoso. Das ist also ganz wunderbar. Die forscht ja auch bis heute. Aber deutschlandweit, auch hier gerade in Norddeutschland, ich wohne hier ziemlich im Norden, da ist Ebbe, da ist nichts. Hier gibt es so etwas nicht, ja. Es gibt nichts. Also je weiter man in den Süden Deutschlands fährt, umso offener und umso mehr gibt es da was. Da gibt es Vereine auch und so, aber hier ist nichts. Hier braucht man mit der ITK gar nicht weitermachen. Und zum Glück gibt es ja das Internet, wo man sich vernetzen kann, was ich natürlich auch gemacht habe. Die alten Verbindungen, die Ernst Jankowski hatte, die habe ich natürlich, wie soll ich sagen, soweit es mir möglich war, auch übernommen und erhalten. Aber alles geht natürlich auch nicht, weil die waren auch zum Teil in seinem Alter oder auch hochbetagt, ja, mit ihm zusammen sozusagen in der ITK in der Entwicklung groß geworden, wenn man so will, und sind auch einige inzwischen auch schon verstorben. Das klappt halt nicht. Und Nachfolger gibt es nicht wirklich. Ich sage das mit Absicht etwas arrogant. Es gibt nicht viele würdevolle Nachfolger, die das wirklich ernsthaft betreiben. Gibt es nicht. Nicht viele. Ist nicht viel da. Ja, aber ich hatte so zwei Gedanken. Der eine ist, es wäre ja schade, wenn das dann irgendwann, sag ich mal, im Sande verläuft. Oder der zweite Gedanke war, so wie bei dem Burkhard Heim, wo du sagst, da gibt es jetzt so Forschungsgruppen mit mehreren Wissenschaftlern, die da irgendwie dran arbeiten. Das wäre wünschenswert auch für diesen ITK-Bereich. Das wird auch kommen. Das wird kommen. Und man kann auch den ITK-Bereich nicht komplett trennen von anderen Bereichen. Da ist man inzwischen auch in der Biologie, in der Bewusstseinsforschung. Robert Sheldrake nenne ich da immer ganz gerne. Also der dann auch Gehirn, also wie soll ich sagen, da ruft jemand an, Telefon klingelt und derjenige geht dran und dann
ach, du bist das, ich habe gerade an dich gedacht. So diese Gedankenübertragung. Ja, und das ist nicht weit weg von den Tonbandstimmaufnahmen, dass man vielleicht denkt, vielleicht ist da ja auch sowas wie eine Übertragung. Also das gehört irgendwie alles zusammen. Und auch selbst in der Sterbebegleitung wird man irgendwann verstehen, dass man diese Dinge integrieren muss, um ganzheitlich zu arbeiten. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. Wir können froh sein, wenn die Leute überhaupt noch wissen, wer Elisabeth Kübler-Ross war. Also ja, die so das Ganze gegründet hat. Und in der ITK, ja, also nach Ernst Simkowski würde ich mal behaupten, kommt erstmal nichts mehr. Nicht wirklich. Jedenfalls niemand, der das zum jetzigen Zeitpunkt so wissenschaftlich und so umfangreich und so ernsthaft auch angeht und dann sich auch nicht hinstellt und sagt so, ich habe hier den ultimativen Beweis, ja, so dogmatisch, und ich habe hier die Lösung. Er war ganz bescheiden und das habe ich so an ihm geschätzt. Dass er gesagt hat, ich habe Indizienbeweise, aber ne, das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, aller Wahrscheinlichkeit nach geht es weiter und diese Stimmen sind drauf und erklären werden wir das vielleicht in 200 Jahren mal irgendwann. Ja? So. Wie ist es denn, wenn jetzt unter unseren Zuschauern, könnte ich mir vorstellen, jemand ist, der ja einen Angehörigen verloren hat, wann auch immer, und Interesse jetzt hätte, mal ITK zu machen? Gibt es da Möglichkeiten? In Deutschland. Ja, soll vorbeikommen. Also die können dich kontaktieren. Nein, kann mich anrufen. Ich mach auch Einspielungen mit Interessierten oder auch mit Menschen, die manchmal jahrelang, jahrzehntelang in Trauer sind und da nicht rauskommen und dann so als letzten Strohhalm die Tonbandstimmen entdeckt haben, wie man das macht. Und nein, ich verdiene daran auch nicht wirklich, was ich nicht will. Ich möchte diese Menschen unterstützen, weil ich selber, das wird jetzt jeder verstehen, ne, wenn die Mutter mit 36 Jahren sich aufhängt und das Kind 3 war, ich kenne Trauer. Ich kenne Trauer. Ja, ich weiß, was es ist. Wenn man da nicht rauskommt, dann möchte man auch Möglichkeiten für andere schaffen, dass man denen vielleicht effektiver hilft als mir vielleicht früher, als ich an Unterstützung hatte früher. Ja, das ist die Motivation. Das ist überhaupt mein Hauptmotor. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über deine Webseite, ja, gibt es die Kontaktdaten. Ja, genau. Wer Gisas Arbeit wirklich praktisch kennenlernen möchte, kann sich da bei ihr melden. Und dann habe ich jetzt, wir sind ja auch zeitlich langsam am Ende von unserem Gespräch, aber ich habe echt noch eine Frage. Ja, wir können gerne noch 3 Stunden weitermachen. Ja, wir haben ja noch Zeit für andere Sendungen, aber wenn man sich natürlich so intensiv mit dem Sterben beschäftigt, eben Sterbebegleitung, in deiner eigenen Biografie tragische Todesfälle, dann die ITK, wie schaffst du es vom Thema Tod Abstand zu gewinnen, oder wie soll ich das sagen? Bist du selber mittlerweile schon mit einem Bein mit der jenseitigen Welt so verbunden oder überhaupt so stark verbunden? Wie behält man noch die Bodenhaftung? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, also da kann ich nur... Wie erdest du dich? Da kann ich nur dem Mann gratulieren, mit dem ich schon seit 27 Jahren verheiratet bin eigentlich. Der hätte mich schon lange verlassen, wenn er nicht immer wieder gesagt hätte, komm mal wieder runter von deinem Höhenflug. Der ist sehr materialistisch eingestellt. Der hält nicht viel von solchen Weisheiten, wie ich sie hier verkünde. Muss er auch nicht. Gegensätze ziehen sich an. Also ich glaube, dass die Verbindung hier zu Hause, dass die mir hilft, das Ganze irgendwie mit dem Ganzen irgendwie klarzukommen. Und es ist auch so, dass es für mich keine Trennung gibt. Hier ist das Diesseits. Hier ist ein Zwischenraum und dann kommt das Jenseits. Die sind unter uns. Die sind unter uns. Es sind jetzt auch wieder hinter mir, sind auch 2. Die sehe ich nicht, aber ich weiß das, weil mir hier kalt ist. Wenn mir an den Schultern kalt wird, dann weiß ich, da ist was. Also man kann das gar nicht trennen. Und was hilft mir dann? Ja, was hilft mir dann? Heavy Metal hören. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du auf Heavy Metal stehst, aber. Ja, Kiss anmachen.
Ja, KISS. Also das ist allen Ernstes. Ich mache KISS an. Die haben so einen Titel, den finde ich besonders gut, auch vom Text, wenn man das übersetzt. Nennt sich Psycho Circus. Ja, wir sind in einem Psycho-Zirkus. Die ganze Erde, ganze, ja, wir sind eins, kommt irgendwann noch und dann, ich weiß den Text nicht auswendig. Also KISS hören und ab und zu dann auch mal ein bisschen eine Beethoven-Sonate, kriegt einer wieder runter. Ich komme, wie gesagt, aus der klassischen Musik oder auch aus dem Heavy Metal, habe ich früher viel gehört, weil ich früher sehr aggressiv war, manchmal so ne, Tod meiner Mutter und so. Hilft mir denn? Nee, ich habe zwei Kinder großgezogen. Also das kann man nicht, wenn man dauernd irgendwo steht. Es ist doch schön, eigentlich zusammenfassend zu sagen, auch wenn man sich so intensiv wie du mit der jenseitigen Welt befasst, eine gesunde Partnerschaft und schöngeistige, gut, bei Heavy Metal können wir drüber streiten, wie schöngeistig das ist, aber sagen wir schöngeistige Interessen. Ja. Und in diesem Sinne, Gesa, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn unsere Zuschauer viel kommentieren, was eure vielleicht Erfahrungen sind mit jenseitigen Bereichen, was ihr von ITK haltet, auch wenn ihr sagt, das ist ja alles Blödsinn. Es ist interessant, der Diskurs. Und ich freue mich riesig auf unsere nächste Sendung, wenn es dann wirklich um Sterbebettvisionen gehen wird. Ich bin jetzt auch schon ganz neugierig auf das Gespräch. Und in dem Sinne, vielen lieben Dank und liebe Freunde, ciao und bis bald. Ja, sage ich auch. Wie hat Ernst Jankowski immer gesagt, Adolf Hummes sagte immer bis später.